Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich grüße Sie. Wir stehen hier am Rande der Donau in der Nähe von Ulm oder besser gesagt auf einem Damm einer Stauhaltung, der das Wasser des Flusses von seiner Umgebung trennt. Von Ehingen bis hinunter nach Ingolstadt reihen sich 18 solcher Stauseen auf nur 150 Kilometer Fließstrecke. Untereinander verbunden sind sie durch kurze, kanalisierte Flussabschnitte. Das war nicht immer so. Die ursprüngliche Donau sah aus wie dieser bis heute unberührte Fluss im Norden Amerikas. Ein kurvenreicher, verästelter Wildfluss, der seinem in den Eiszeiten geformten Stromtal folgte. Die Schneeschmelze in den Alpen, anhaltende Niederschläge oder Starkregenfälle überfluteten die Ufer auf oft mehreren Kilometern Breite. Jedes Hochwasser veränderte die Ufer, Kiesinseln und Sandbänke wurden umgelagert und nicht selten suchte sich der Fluss einen völlig neuen Lauf. Dieser Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser ließ ein einzigartiges Ökosystem entstehen, die Flussaue. Sie erstreckt sich über die gesamte Breite eines Flusstales bis hin zur Reichweite der stärksten Hochwasser. So steht die gesamte Aue unter dem Einfluss wechselnder Wasserstände, wobei Häufigkeit, Dauer und Höhe der Überflutungen mit der Entfernung vom Fluss abnehmen. Auch das Grundwasser im kiesgefüllten Flussbett nimmt an den Pegelschwankungen teil. Auen durchziehen das gesamte Land wie ein Blutgefäßsystem. Das macht sie so wichtig. Aber Auen sind an jeder Stelle ihres Netzwerkes schmal. Das macht sie so verletzlich. Der Fluss bildet die Lebensader der Aue. Ohne den Puls des Wassers stirbt das Ökosystem. Dieses Auf und Ab des Wassers bringt eine charakteristische Zonierung der Vegetation hervor, wie sie heute nur noch an natürlichen, vom Menschen weitgehend unbeeinflussten Wasserläufen zu finden ist. Kies- und Sandbänke bilden den Übergang vom Wasser zum Land. Einem Saum aus Pionierpflanzen folgt eine Zone aus Weiden, Pappeln und Erlen. Diese Waldgesellschaft wird wegen ihres forstwirtschaftlich minderwertigen Holzes als Weichholzaue bezeichnet. Weiter landeinwärts gedeiht, zumindest an den großen Strömen des Flachlandes, ein aus Eschen, Eichen und Ulmen bestehender, oft kilometerbreiter Gürtel aus fruchtbaren Wäldern, die Hartholzaue. Bei niedrigem Wasserstand gibt der Fluss ausgedehnte Kiesbänke und Schotterinseln frei. Weil sie mehrmals im Jahr und oft anhaltend von reißendem Wasser überströmt werden, können Pflanzen hier keine Wurzeln fassen. Auf den etwas höher gelegenen Uferflächen, die zwar seltener, aber doch mindestens einmal im Jahr geflutet werden, nutzen die überschwemmungstoleranten Bäume der Weichholzaue ihre Chance. Die strukturreichen Wälder der Hartholzaue gedeihen dort, wo nur alle paar Jahre ein außergewöhnliches Hochwasser für eine kurzfristige Überflutung sorgt. Dennoch ist der Grundwasserspiegel zu allen Zeiten hoch, so dass trockenheitsliebende Bäume wie Buchen oder Fichten diese feuchten Wälder meiden. Diese ökologische Gliederung der Aue ist aber keineswegs auf Dauer angelegt, sondern sie ist das Ergebnis eines beständigen Wandels, der durch die aufbauenden und zerstörenden Kräfte des Wassers angetrieben wird. Dort, wo Hochwasser immer höhere Kiesbänke aufschütten, entsteht Neuland. Bald erscheinen die ersten Weiden, die dann von Pappeln und Erlen und schließlich, nach vielen Jahrzehnten, von den anspruchsvollen Laubbäumen der Hartholzaue verdrängt werden. An anderer Stelle dagegen zerstören Hochwasser und Veränderungen des Flusslaufes die zuvor entstandenen Lebensräume.
Ufer verschwinden in den Fluten, Bäume driften als Treibholz davon, um irgendwo stromabwärts wieder die Grundlage für neues Leben zu schaffen. Durch diesen Kreislauf des Werdens und Vergehens, durch das intensive Ineinandergreifen aquatischer und terrestrischer Lebensräume entstand in den Flussauen das artenreichste Ökosystem Mitteleuropas, das auf engstem Raum der Hälfte unserer Tier- und Pflanzenarten eine Heimat bot. Diese Lebensvielfalt beruht auf der freien Entfaltung des fließenden Wassers, der Einheit von Fluss und Aue. Menschliche Eingriffe zerschnitten diese Einheit und zerstörten damit beide Teile, Fluss und Aue. Kaum ein anderes Ökosystem unserer Heimat wurde so umfassend zerstört wie die Flüsse und ihre zugehörigen Auen. Das Bundesamt für den Naturschutz gibt an, dass alles in allem nur noch weniger als 1% der ehemals vorhandenen Auwälder erhalten geblieben sind. Wie konnte es nur so weit kommen? Wer den Zustand der Natur in Mitteleuropa betrachtet, darf sich nicht von romantischen Bildern leiten lassen. In einem Land, in dem jeder Quadratmeter einen Eigentümer hat, kann sich Natur nur dort entfalten, wo sie von diesem auch geduldet wird. Am Beispiel Landwirtschaft wird das Prinzip deutlich. Um Ackerbau zu betreiben, muss zunächst die natürliche Vegetation samt der zugehörigen Tierwelt entfernt werden. Der Einsatz mechanischer und chemischer Mittel soll schließlich den Anbau einer einzigen Pflanzenart gewährleisten. Monokultur ersetzt Biodiversität. Dieses Prinzip der Nahrungsmittelproduktion hat sich seit der Entstehung der Landwirtschaft vor 12.000 Jahren bewährt. Es geht gar nicht anders. Nur, wo bleibt jetzt die Natur? Sie wird allenfalls in Randbereichen geduldet und nur so lange und in dem Umfang, wie der Eigentümer dies zulässt. Dieser Grundsatz gilt für alle wirtschaftlich genutzten Flächen. Fauna und Flora haben keinen Preis. Im Gegenteil. Im ökonomischen Kalkül nimmt Natur regelmäßig einen negativen Preis an, weil sie oft unter hohen Kosten klein gehalten oder entfernt werden muss. Auch auf den öffentlichen Liegenschaften wird Natur für gewöhnlich an den Rand gedrängt. So befinden sich die oft winzigen Naturschutzgebiete und Nationalparks, die zusammen lediglich 4% der Landesfläche ausmachen, meist in Regionen, die für eine wirtschaftliche Nutzung ohnehin uninteressant sind. Und selbst diese meist peripheren Schutzgebiete müssen von interessierten Bürgern oft unter hohem Einsatz und entgegen massiver Widerstände ertrotzt werden, wobei ökonomische Partikularinteressen stereotyp hinter dem Totschlagargument Arbeitsplätze versteckt werden. So kann der jämmerliche Zustand unserer Fließgewässer kaum verwundern. Spielen sie doch eine zentrale Rolle in der Wirtschaft eines Landes. Sie werden zu einer Vielzahl von Aufgaben herangezogen, von der Energieproduktion bis zur Schifffahrt, von der Brauchwassergewinnung bis zur Kraftwerkskühlung. Hier konzentrieren sich Städte und Siedlungen, Industrie und Verkehrswege. Aber wer Natur sucht, der hat ja schließlich noch den Wald, den Fluchtpunkt aller zivilisationsmüden Seelen, die romantisch verklärte Urnatur vor unserer Haustür. Aber Vorsicht! Auch auf den mit Bäumen bestandenen 30% des deutschen Landes gilt das Primat der Ökonomie. Unsere Wälder sind in erster Linie forstwirtschaftliche Betriebsflächen. Die letzten Reste unberührter Natur sind bei uns nämlich bereits im Mittelalter verloren gegangen. Bis zum Beginn der Pestepidemien im Jahre 1347 schwoll die Bevölkerungszahl in wenigen Generationen auf etwa 15 Millionen an. Jeder verfügbare Flecken Erde musste für die damals noch wenig ertragreiche Nahrungsmittelproduktion herhalten. Weil auch Holz bis zu Beginn des Kohlebergbaus im 19. Jahrhundert die einzige Energiequelle blieb, verschwanden die Wälder. Die kümmerlichen Reste wurden intensiv als Waldweide genutzt. Auch wenn die Wälder weitgehend fehlten, so blieb doch die Einheit von Fluss und Aue bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts erhalten. Alte Karten zeigen noch eine kurvenreiche Donau mit Nebenarmen und Altwassern. Hochwasser überfluteten die Ufer
bis weit in das Hinterland. Da die Aue unbesiedelt blieb, wurde Hochwasser, anders als heute, nur selten als Katastrophe aufgefasst. Im Gegenteil, die Sedimente waren ein unverzichtbarer Dünger für die strapazierten Wiesen und Weiden im Tal. Einerseits um die Donau schiffbar zu machen und andererseits um die feuchten Auen für eine effizientere landwirtschaftliche Nutzung zu entwässern, begann man um 1830 mit der Begradigung der Donau und ihrer alpinen Nebenflüsse. Diese Maßnahmen waren jedoch nicht geeignet, das Überfluten der Talräume bei hohen Pegelständen abzuwehren. Um die Auen endgültig für eine dauerhafte Besiedelung zugänglich zu machen, wurde die Donau nach dem Zweiten Weltkrieg von einer lückenlosen und flussnahen Linie von Hochwasserschutzdämmen eingefasst, die bis heute ständig ausgebaut werden. Die Stauwerke, die den Fluss in eine Kette verschlammter Seen verwandelte, dienten zuvorderst der Verhinderung von Sohlenerosion und erst nachrangig der Stromgewinnung. So ist die Rechtfertigung, die bereits vor einem halben Jahrhundert errichteten Kraftwerke wären für die Energiewende unumgänglich, recht fadenscheinig. Auch deckt Wasserkraft lediglich 0,4% des deutschen Primärenergieverbrauches, wobei 9/10 des Hydrostroms von nur 1/10 der Kraftwerke erzeugt werden. Die Stauwerke der oberen Donau gehören nicht dazu. So wurde die Einheit von Fluss und Aue endgültig zerrissen, die Wandlung vom Wildfluss zum Wirtschaftsgewässer war vollzogen. Die einst gewaltigen Fischbestände sind verschwunden, ebenso wie die Kies- und Sandbänke. Nebengewässer sind vom Hauptstrom abgetrennt und dort, wo noch Reste einer Weichholzaue existieren, verhindert der Damm den ökologischen Austausch mit dem Hinterland. Die ausgedeichten Wälder trocknen aus, ebenso wie die Altwasser- und Flutrinnen, die mancherorts noch im Landschaftsprofil erkennbar sind. Diese rücksichtslosen Eingriffe in den Wasserhaushalt der Donau kämen heute nicht mehr in Frage, so versichern Politiker und verantwortliche Behörden. Dennoch haben diese Bekenntnisse wenig an der Situation geändert. Im Gegenteil, kosmetische Maßnahmen wie solche zweifelhaften Fischtreppen sollen von neuen Angriffen auf den geschundenen Fluss ablenken. Um von der EEG-Umlage profitieren zu können, werden nämlich die Stauwerke überall erhöht. Das Schicksal der Donau teilten auch ihre alpinen Nebenflüsse. Nahezu alle natürlichen Überschwemmungsgebiete des Alpenvorlandes gingen verloren, regelmäßig überflutete Hartholzauen sind nur noch fragmentarisch erhalten. Immer noch fördern umfangreiche Grabensysteme das Wasser aus den ehemaligen Auwäldern, die Drainage bereitet den Boden für den Anbau profitablerer Baumarten, Fichten unmittelbar hinter dem Damm beweisen die Effizienz der Entwässerungsmaßnahmen. Zwischen Ehingen und Ingolstadt ist die frei fließende Donau samt ihrer zugehörigen Auen nahezu vollständig vernichtet. Das ist die nüchterne Diagnose. Zwar könnte sich das Ökosystem der Aue wieder regenerieren, aber nur unter den Bedingungen der ursprünglichen Funktionalität des Flusses, das heißt dem von Stauwerken und Hochwasserschutzdämmen befreiten Strom des Wassers. Das wird nicht mehr möglich sein. Im Gegenteil. Angesichts der Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre werden weitere Schutzmaßnahmen gefordert. Dabei war es ja gerade die Zusicherung eines umfassenden Hochwasserschutzes, mit der Siedlungen, Industrie, Landwirtschaft und Infrastruktur in die bis dahin kaum genutzte Risikozone gelockt werden konnte. So schuf sich die Politik selbst den Druck, dieses letztlich unhaltbare Versprechen nach vollkommener Sicherheit durch immer umfangreichere technische Maßnahmen einzulösen. Koste es, was es wolle.